Möglichkeit, beim Abschlusstraining und bei den Trainings von Rapid nach dem Wochenende hat man sehr viele Standardsituationen geübt, vor allem immer wieder Freistoßvarianten. Bin neugierig, was jetzt herauskommt. Resch am Ball. Krieger, ein exzellenter Kopfballspieler und Tor! Der Ball ist im Netz, ich habe nicht genau gesehen, wer den Ball hineinbuxiert hat. Ja, ich glaube, Jonna Gefjordov. Mein Gott, wie wird er sich freuen? Man sieht es ja, wer freut sich, ganz klar. Er hat gesagt, ich möchte endlich mit Freude in ein Spiel gehen. Positiv denken. Ich habe das Buch von Innauer gelesen, habe viel daraus gelernt. Und ihm gelingt dieses 2:0 hier. Schauen wir uns das noch einmal an. Er springt hoch, gemeinsam mit Krieger. Da ist wieder Mandrecko. Und der Bein, das Bein von Fjordhoff dazwischen. Noch einmal, schauen wir uns das aus der Torkameraperspektive an. Krieger und Fjordhoff springen hoch. Da ist wieder Mandrecko. Und Fjordhoff reagiert am schnellsten und keine Chance für Martin Enkas. 2:0 jetzt in der 15. Minute und damit wäre Rapid in der nächsten Runde. Hoffentlich kommt jetzt nicht die Angst vom Gewinnen. Das könnte zu einer gewissen Verunsicherung führen, aber das wünschen wir uns ja alle nicht. Leon Enkas ist da bei Buzer vorbeigekommen.